Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Ark Survival Evolved hier auf Fjordur. Heute werden wir versuchen, für Bella so einen hübschen Vogel zu finden, wie ich einen habe. Vorzugsweise natürlich ein Weibchen, damit wir mit den beiden züchten können. Aber ihr werdet in der Folge sehen, dass es gar nicht so einfach ist, so ein Tierchen zu finden. Als erstes gibt es ein kleines Speed-up, in dem ihr sehen könnt, wie und ob das mit dem Phönix jetzt letztendlich geklappt hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was der Vogel so kann. So macht er die Rolle wie der Pteranodon. Kann er mit X irgendwas? Nee. Macht er mit rechts irgendwas? Greifen und mit links zubeißen. Okay. Alles klar. Ja, wo wollen wir denn hin? Puh, hier Richtung Redwood, also rechts rum? Ja, können wir. Erinnern, was bist du? Na, der war nix, den habe ich gerade davor schon gesehen. Das ist ein Glowstar. Der ist aber vom Level her, glaube ich, nicht ganz so. Der ist kacke Level. Ja. Wow. Leggedy leg leg. Ja, Leck des Todes, würde man sagen. Ja. Ah, da kommt sie. Können wir die lila Loots schon aufmachen? Weiß ich nicht. Normal schon, ne? Gucken wir mal. Oh, da ist auch ein Vogel. Oh, Level 40 bloß. Schade. Das wäre auch ein Koller gewesen. Ja, doch, stimmt. Auch und sogar ein Männchen. Weibchen, oder? Nee, ich habe auch ein Männchen. So, was mache ich denn hier? Mal hier mal noch. Bis 300 Leben. Dann hätte ich gern 200 Ausdauer. Dann hätte ich gern 500. Oder hätte Gewicht. Weiße Kopffedern. Und den Rest auf Leben. So, ich bin jetzt Level 63. Und? Mit einem. Oh, einen Runenstein haben wir schon mal. Oh, nice. Sehr geil. Dann in die nächste Porte können. Nach Jötunheim. Ja. Ich bin schon gespannt. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch was finden. Was ist er denn hier? Hallo? 50. Ich glaub, so weiblich. Das ist sowieso nix. Oh, was bist du? Hm. Nee, nee. Oh, was bist du? Oh, auch nur ein 50er, aber der sieht geil aus, Bella. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh, ich bin nach oben. Oh, über 290er dir. Männlicher Raptor. Wo? Wer? Was? Unten. Unten, wo wir den 50er Raptor gesehen hatten. Oh, es leckt bei mir gerade ohne Ende. Ah, da ist er. I see. Hallo. Ja, bei mir leckt es auch, ey. Wäre auf jeden Fall gerade, aber ich habe keine Bolas. Brauchen wir eine Bola? Ja, oder wir nehmen den. Warte mal, ich lass mal Mibi hier oben. Mal aus.
Karte. Verhalten. Neutral. Einmal die 6. Lass mal passiv. Ja. Operator? So. Sag mal. Doch, der müsste eigentlich gleich liegen. Der liegt. Warte mal, ich tue das Filet rein. Da hätten wir doch schon ein Männchen. Der sieht sogar ganz hübsch aus mit dem Helm. Ah, der hat einen abgekriegt. Ja. Bescheuertes Vieh. Ich hab's gesehen. Naja, nehmen wir ihn trotzdem mit. Scheiße. Dachte, aber der ist weit. Noch passiv gepfiffen, aber war anscheinend nicht schnell genug. Naja. Und wir werden noch mehr finden. Ja, für den Anfang ist es ja okay. Es ist interessant zu sehen, welche Farben die Wings so haben. Ja, aber es ist eine sehr schöne Farbe, finde ich. Trotz, dass es das 76er Orange mit drin ist. Ja, aber das passt zu dem Braun und zu dem Gräulichen da, was er drin hat, das 63er. Passt es wirklich gut. Mhm. Obwohl echt Orange nicht wirklich meine Farbe ist. Gar nicht. Doofkopf, warum musstest du eine Runde auf den Raptor einhacken? Ne? Aber ehrlich, ey. Ich hab gedacht, der ist weit genug weg, da passiert nichts. Oh, 67 Nahkampf ist aber schon gut. Hat er mehr wie. Nee, einer hat, glaube ich, mehr. Naja, wir gucken noch, vielleicht finden wir noch einen anderen. Meiner hat. 66 gehabt. Nahkampf. Mhm. Aber die war über 500 schon. So, nochmal ein Level. Nochmal Leben dazu. Nein. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Ein Schaf wäre nicht schlecht. Ja. Bei, Hier, guck mal, der war sogar hier oben, den ich gesehen hatte. Wo ist der denn jetzt hin? Der war so schick. Der hat zwar nicht viel Leben, aber er war so schick und hier ist noch ein Dingsbums. Oh, oh. Kann ich mitnehmen. Bei eine Kuckelut. Was ist das? 4 Runensteine. Oh, nice. Da könnten wir theoretisch nach Jürgenheim und uns den Po abfrieren. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da oben ist er. Oh ja, da ist er. Wahnsinnig viel lila. Ja, der sieht so geil aus. Ich finde ihn so cool. Guck dir den mal an. Nee, Männchen leider. Aber ich finde den cool, der sieht geil aus. So einen müssen wir noch mal finden. Ich kann aber so gerade mit Ach und Krach tragen. Ja, nee. Oh, da ist ein Maywing. Da will ich sie nicht. Maywing. Ah ja. 120, ja, da finden wir aber schon noch was Besseres. War hübsche Farbe. Ja, hübsche Farbe. Mikroraptor. Was haben wir hier noch so? Da drüben ist auch noch so ein Vogel. 120 aber nur. Und ein normaler. Und noch einer. Was ist das? Nee, das ist der. Oh, Leck des Todes. Ja, leck. Normaler. Wer ist aber 120? Ja, aber ich denke, wir finden hier noch bessere. Ist da oben? Pteranodon normaler? Hier ist noch ein Shieldhorn. Firestar Shieldhorn. Bist du?
Ich bin um den Berg rumgeflogen. Ah ja, okay, gut. Zum See. Mhm. Was kannst du anders? Die haben mehr HP und bessere Stats. Mal 2 und dann mal 4 noch welche. Aber wer was wie genau hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Oh, ein 300er R-Ignis. So. Willst du das zähmen? Das haben wir ja ziemlich schnell mit unserem Pfeil- und Bogen-Ding. Frage. Wobei ich würde tatsächlich eher einen Partner zu unserem zähmen. Was ist denn unseres nochmal? Unseres ist ein Crazy Star Shield Horn. Das ist hier nämlich ein Fire Star Shield. Okay. Ja gut, dann gehen wir weiter gucken. Können wir mal direkt nach da oben gehen. Ja, da muss ich außen rum. Oh, da vorne ist ein Rex. 260. Und da hinten ein Firestar Shield Horn nochmal. Haufen Agentavis sind hier. Oh, Agentavis können wir jetzt auch relativ schnell legen. Mhm. Mit den Tranquilizers. Eher gesagt, Pfeilen dürfte das jetzt. Kein Problem mehr sein. Frage ist, bauen wir uns mehr Richtung Red? Hm. Auf so eine E? Oder bauen wir uns... Ah, nein, nicht kackern, komm, was machst du denn? Kacke. Oh, das ist aber ein schönes Pferd. Ein Pony. Ja, Pony gibt es auch. Das sollen die besten Schwimmer sein. Pony, Pony, Pony. Aber hier sind schon wieder deine Nüchse. Ich würde mir gerne ein Ei stehlen da. Hier ist kein Ei drin. Hier ist ein 120er Ei drin. Wo ist der? Das ist er hier. Ah, ich habe noch ein Glowstar Shieldhorn Level 180 gefunden. Aber leider ein Männchen. Mhm. Aber unser war auch ein unser war ein Crazy. Ich habe einen Maywing gefunden, Level 260. Der hat jetzt aber nicht so die Bombenwerte. Nur auf Ausdauer 40, aber fressen halt schon wieder 44. Fressen sind sie alle. Das ist furchtbar. Also ich finde immer die Verfressenen. Ja, wenn sie kein Fressen und kein Oxy haben, sind das keine Tiere. Oh, ich habe einen Ostrich noch und Rapone. Ja, hier ist auch noch ein Ostrich. Aber die Frage ist halt einfach, wo baut man sich hier hin? Ich gucke jetzt auch vermehrt hier nach so einem Vogel, aber ich glaube, die sind eher da am Rand zu finden, oder? Hier sind jetzt nur normale Pteranodons. Also ich fliege hier gerade so am Rand zum Redwood rum. Und Star Ostrich, Level 270. Alles Star Shield Horn. Warte, aber der wird 2 brauchen. Bist du schon im Dings drin, im Redwood? Nee, ich bin immer noch auf der Ebene oben. Ah ja, okay, gut, ich auch. Warte mal, dann gucke ich, ob ich dich finde. Was ist denn das für eine Leckerei? Ach, das ist der Ostrich, den ich auch schon gesehen habe und ich mir gedacht habe, ah, alleine wird das nix. Oh, hinter dir, neben dir. Schon einen abbekommen? Nee, natürlich. So eine Null.
zählt doch nicht. Na, komm mal mit, du. Ich hab den jetzt schon zweimal getroffen und zweimal hat das nicht gezählt bei mir. Komisch. Was tickt recht gut hoch, ne? 3000 Torpor machen wir mit einem Schuss. Na, ist doch gut. Ah, was rennt er denn jetzt so? Bleib stehen! Oh, da unten rennt auch noch einer rum. Oh, noch ein Phönix! Da jetzt hin? Ach, da. Und? Da unten rennt auch noch ein Phönix Ostrich rum. Weißt du, was deins war? Männchen, Weibchen? Weibchen, glaube ich. Da unten rennt nämlich ein Männchen rum. Wo sind der jetzt hin? Ist doch eben hier abgewogen, oder nicht? Was ist denn jetzt? Da hinten ist er auf der Ebene. Ach Gott. So, jetzt hat's ihn aber. Der müsste jetzt umfallen. Nice. Warte, ich hab wieder Bärchen mit. Huch. So, wie viele Bärchen braucht er denn überhaupt? Ja, die reichen auf jeden Fall. Wie viel hat denn der Phönix da unten? Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Weibchen war das gewesen. Level 150 war sie, glaube ich. Ja, unseres ist auch ein Weibchen. Oder was, ein Männchen? Oh, bei dem hier reicht es, glaube ich, nicht mit dem Taming. Ich habe noch 4 Narkosemittel dabei, normale. Ja, warte mal, ich guck mal kurz, was ich noch habe. Narkobärchen habe ich auch noch ein paar da. Ja, warte. Ich mir da gleich ein paar Narkobärchen an. Ich hol mal schnell ein paar. Nee, du brauchst jetzt nicht mit hier. Geh da hin. Setz dich und gut ist. Bloop. Ja, Frage, was mit der Galimimus-Sattel wahrscheinlich sein für die Ostbridge, oder? Ich glaube schon, ja. Ich meine, ich hätte es gelesen. So, dann gib mir mal die Bärchen hier. Und die Bärchen. Bring dir noch ein paar Narkosebärchen. So. Thyler Coleo können wir auch schon ins Level. So, bitteschön. Mach den jetzt erstmal hier auf Dingen. Auf Gewicht, dass der mich tragen kann. Wir brauchen große, große Ställe, ich sehe. Ja, ganz viel Platz. Wir brauchen eine riesen Ebene. Oh, ja. Oh Gott, das wird was. Ja, das wird wirklich was. Ich denke mal, wir werden auf mehreren Ebenen hier bauen müssen. Oh mein Gott, wie geil. Hallo, mein Freund. Oh Gott, ja. Dich hätte ich doch mal sowas von gern. Was denn? Ein X-Star Racer. 40 ist er aber nur und hat schon 6,7k Torpor. Der Star Racer Tooth, ne? Achso, der Racer Tooth. Ja. Ja, genau. Geh mal da runter. Oh Gott, da ist ein Spino. Level 300. Die werden sich doch bestimmt bekämpfen. Da brauche ich gar nicht probieren, den zu legen. Hätte ich den jetzt an die Klippe gelockt und hätte dann auf den geschossen. Wobei der wahrscheinlich mit seinem Brüllen dann verursacht, dass ich da sonst wohin renne. Starshield. Fiert der dich auch? Ich dachte, der fiert immer nur die Tiere. Nee, ich glaube, dass der mich auch fiert. Oh, und da hinten sind schon wieder 2 von den Ochsenköpfen. Und ein 290er Rex. Das endet schon wieder so wie auf den anderen Servern. Wir haben noch nicht mal einen Platz, wo wir bauen wollen, aber den halben Hausstart an Zoo ist schon daheim.
Der halbe? Ich würde mal sagen, das ist 0,005, was wir schon gezähmt haben davon. So. Einmal ein paar Narkobär schon rein hier mit dir. So, also hier in der Gegend ist jetzt nichts Interessantes gewesen. In der näheren Umgebung, muss ich sagen. 270 ist schon krass, ne? Und 40 auf Nahkampf, 46 auf Gewicht. Und nur 29 auf Futter. Ist doch mal schön. Oh, und 39 nur auf Oxy. Jawohl. Glück, wir steigen das am höchsten. Nee, hoffentlich nicht. Weiß nicht, willst du in der Redwood reinfliegen oder noch nicht? Nein, will ich nicht mit einem Maywing. Ich will nicht mit einem Maywing, bitte nicht. Ja, wir sind eigentlich auch auf der Suche, ne? Nach einem guten Vogel. Wir haben einen Vogel gefunden. Die falsche Variante des Vogels. Naja. Naja, ich guck noch mal hier in die andere Richtung, links drüber, aber wahrscheinlich müssen wir da eher am Strand gucken für die, ja? Ich denke, wir werden unten eher bei der Außen rum dürfen. Glaube ich nämlich auch. Ich guck aber noch mal hier so ein Stückchen in die andere Richtung. 260er Maywing, aber das ist glaube ich den, den du gesagt hattest, oder? Ja, das ist der. Oh, ich hab Biberdämme. Oh, nice. Jetzt sind da Pilze und seltene Blumen, ja. Genau. Ich wollte jetzt Perlen sagen, aber Perlen können auch mit drin sein. Mal gucken, ob man den hier aufmachen kann. Oh ja, den kann man aufmachen. Pass mal auf, dass du nicht gleich angeknabbert wirst. Oh, mit Sicherheit, die kommen schon. Hallo. Der Biber war früher mal so ein gutes Tier, ja, zum Holzfarmen. Aber nachdem sie jetzt das Mammut überarbeitet haben. Ja, und der Stego halt auch, ne? Der Stego ist Bombe. Also der Stego ist absolut genial. Der ist ja jetzt so ein Allrounder. Holz, Stroh, mit dem kannst du auch gut kämpfen, wenn dich irgendwas angreift. Ja. Also der ist echt sehr, sehr gut. Ja, als Anfangstier, bevor man sich einen Mammut holt, kann man tatsächlich eher, ja, für Phasen finde ich den Terzi, den Terenzino am besten, tatsächlich. Ich meine, das Einzige, was wirklich gut ist an dem, ist ja, dass der das Holz so extrem reduziert im Gewicht. Das macht das Mammut auch. Ja? Ja. Mammut macht das, glaube ich, auf ein Viertel runter. Eben macht der Biber, meine ich, auch. 25 oder ein Viertel. Ist er ein Viertel? 25 oder 15? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Mammuts reduzieren das auf ein Viertel runter. So, wenn wir den hier fertig gezähmt haben, können wir dann erstmal wieder Richtung Heimat. Oh. Folge schon wieder voll. Ja. Und wir haben keinen Vogel, sondern schon, also einen anderen Vogel. Ja, komm. Der Vogel ist es. Es ist nur die falsche Variante, die am Boden läuft und nicht die, die ja. Aber wir werden die auch schon finden. Oh, die sind doch schön, die Pferde. Aber auch die überarbeiteten R-Ekus, die sind auch mega. Zeichnungen. Findet ihr den Pachyrhinosaurus? Der sieht ja so süß aus. Aber das ist so ein unnützes. Ja, absolut. Weiß nicht, ob man den im PvP eher benutzen kann mit seinem, seinem Nebel da, was er da versprüht. Oder ob das dann tatsächlich. Glaube ich jetzt nicht. Ja, eher tatsächlich nur, weil es süß ist. Weil so im PvE brauchst du den eigentlich nie. Nee, nicht wirklich. So, was machen wir noch? Außer du willst Beauty-Tyrannus, ob da das vielleicht was macht mit dem Vielen, aber ich denke, der wird dich eher vielen, bevor du da überhaupt deine Folge versprühen konntest. Ja, das denke ich auch. Ich habe übrigens eben in dem Loot einen Thylacoleo-Sattelbauplan mit 195 gefunden. Nice. Ja, das schreit geradezu nach einem Thylacoleo. Vor allem, wenn wir dann mal runter in eine der Höhlen gehen wollen. Ja, auf jeden Fall. Da brauchen wir dann. Ach, die Ähren sind ja hier auch mit drauf. Laufen so sozusagen immer rum zusammen. Ein normaler Tüler, ein R-Tüler. Boah, der Vogel ist einfach geil.
Mega. Ach, du stehst ja schon wieder hinter mir. Jojo. Ich hab geguckt. Ich guck die ganze Zeit, wo kommt sie her, wo kommt sie her. Ja, wir müssen da steht die Kitty schon. Unbedingt unten in die andere Richtung dann morgen mal fliegen. Ja. Und dann finden wir da hoffentlich ein Vögelchen. Oh, 68 auf Gewicht hat sie gekriegt. Ja, 61 auf Angriff. Und 62 auf Laufgeschwindigkeit. Ja, das ist doch super. Hey, Lady. Sorry. Dann machen wir jetzt mal Richtung Heimat. Ja. Glück geht's bergab immer leichter mit dem Maywing wie bergauf. Ja, das stimmt. Oh, da hinten ist ein roter Loop. Können wir den. Ja, ich konnte ihn schon aufmachen. Ich weiß nicht, ob du auch schon. Was habe ich denn für ein Level? Ich bin 64. 54. Ich weiß nicht, ab wie viel das man den aufmachen kann. Wir können ja mal hinfliegen und kannst gucken, ob du ihn aufmachen kannst, aber das sind Alus. Warte mal. Nee, wenn du willst, dann nimm du ihn mit. Okay. Ich damit dazu fliegen. Oh, ich finde es so geil, dass der rückwärts gehen kann, ne? Ja. Oh, ich habe zwei Griffins gefunden. Und eine Schreikuh. Gerade alles verdruschelt. Oh, wir müssen. Was haben wir hier drin? Oh, 5 Runensteine. Also wir können schon mehrmals reisen jetzt. Aber da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen erstmal Otterlies und warme Klamotten. Selbst mit Ottern fräst du da drüben. Okay. So, ich bin zu Hause. Ja, ich brauche noch kurz. Der Maywing hat jetzt so einen Gleitflug hingelegt. Ja, das glaube ich. Ah, dann machen wir dich doch nochmal ein bisschen auf. Ausdauer brauchst du ja nicht. Ja, also der hier braucht auch keine Ausdauer. Ist ja Wahnsinn, ey. Die Maywings brauchen grundsätzlich auch irgendwie keine Ausdauer. Das habe ich mir bei ist aufgefallen. Was ist, Moment mal, was bist du denn da unten? Ah, oh, das ist der so schön ist. Und nur Lobob. Aller gut, dann halt nett. Wir finden schon einen. So, aber ich bin jetzt auch gleich zu Hause. Ich bin an der Insel vor unserer Insel. Da bin ich gelandet. Von oben runter gesprungen. Boah. Schon ganz schön weit, ne? Aber der hat auch also unendlich viel Ausdauer hier, der Vogel. Das ist voll genial. Ja. Da werden die normalen Pteranodons ja recht langweilig. Ja. So, wir können dann hoffen, dass wir bald einen Leuchtvogel finden. Ja, das machen wir morgen. Gehen wir in der nächsten Folge gucken, ob wir einen finden. So, also ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.